Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. Das sind die Brücken von Kalletal und schaut mal auf den Himmel. Fällt euch was auf? Ja, sieht ein bisschen anders aus. Ich habe mal diese Sunset-Mod noch installiert und geguckt, ob die mit der Schneemod zusammenläuft, und das tut sie. Sieht doch irgendwie ganz nett aus, finde ich. Wir lassen das mal für den Moment so. Den Schnee möchte ich auch noch ein, zwei Folgen behalten. Ich muss es nochmal sagen, mir gefällt einfach das Ganze mit Schnee besser wie mit diesem Vanillaboden, der halt einfach irgendwie nur grün ist. Ich weiß auch nicht. Mal gucken, vielleicht kommt ja noch eine Springmod. Gab es ja bei Trainfieber auch, also Frühling. Das wäre auch ganz nett. Und sonst, ja, schauen wir mal. Jetzt, wir haben viel zu tun. Es gab wieder viele Kommentare. Wir müssen da mal gucken. Und diesen Bahnhof, den müssen wir dann auch noch verbinden. Und zwar mit Umkirch. Das werden wir tun. Dann möchte ich die Brücke in Hamburg hinstellen. Wir haben 112 Millionen. Also wir können uns die Brücke langsam leisten. Jetzt haben wir aber hier in Hamburg irgendwie, bevor wir zu den Kommentaren kommen, möchte ich schnell gucken. Wir haben hier so viele Leute. Irgendwas war doch hier. Genau. Direkt Hamburg-Ibach. Wir brauchen mal die Linie. Ist die einfach überlastet oder steht die? Direkt Hamburg-Ibach haben wir hier. Das wäre der Zug. Der steht schon mal. Okay, dann gehen wir mal gucken, wo der steht. Der steht hier. Wo ist hier? Hier ist... Aha, okay, genau. In Ibach. Wo sonst? Hier beim Lebensmitteldingens. Warum stehen sie? Wir schauen mal. Der kommt wahrscheinlich aus irgendeinem Grund ja nicht in den Bahnhof rein. Wir nehmen mal die Linie. Okay, da steht ein Zug. Und hier vorne steht auch... Nee, hier fährt ein Zug. Das ist schon mal gut. Dann ist das vielleicht die übliche Wartezeit. Wobei, oh, Moment, halt! Hier steht auch einer. Okay, aber das ist halt auch. Die fahren auch. Aber trotzdem, hier ist irgendwo... Irgendwas stimmt hier nicht. Man, lasse mich mal schnell gucken. Worauf wartet der hier? Der möchte Lebensmittel Hamburg. Okay, das würde soweit stimmen. Das kann er aber nicht, da der hier steht. Und warum steht der? Das ist Lebensmittel Wien, der Kollege. Weil der hier im Bahnhof drin ist. Okay, und warum fährt der nicht raus? Jetzt muss ich nochmal gucken. Das Ganze ist eingleisig. Aha, okay. Das ist allerdings Käse. Wozu haben wir es zweigleisig gebaut? Moment, Moment, Moment. Fehlt da eine Weiche oder wo ist hier der Wurm begraben? Da fehlt eigentlich eine Weiche, wenn man das genau mal guckt. Ja, Moment, Moment, Moment. Das werden wir gleich ändern. Machen wir hier eine Weiche. Er möchte von hier rüber. Da möchte er eigentlich auf dieses Gleis. Das würde heißen, wenn das geht... Dann hätten wir hier gerne noch eine Weiche. Machen wir mal. Okay, schon haben wir es zweigleisig. Jetzt müssen wir schnell gucken wegen den Signalen. Jetzt, ja okay, dann haben wir hier vorne das Signal. Das bringt nicht mehr viel. Hier fährt gar keiner. Fährt hier wirklich keiner? Doch, die hellblaue Linie fährt hier. Also passt das. Jetzt, das ändert sich aber hier doch nicht wirklich. Neues Fahrzeug, sehr schön. Irgendwo... Passt hier irgendwas definitiv dann doch nicht. Jetzt fährt der aber raus. Dann müsste der hier fahren können. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Ja, jetzt fährt er. Okay. Jetzt steht hier aber das Signal. Eigentlich, nee, das steht richtig. Wenn von hier noch welche kommen. Ich dachte hier vorne, aber hier im Bahnhofsbereich können wir keine Signale machen. Das ist zu heiß. Denn was hier doppelgleisig ist, ist vielleicht für eine andere Spur... Nur eingleisig und dann gucken sich die Züge an. Das würde ich mal behaupten, das passt so. Dann kann der auch fahren. Und der steht halt immer noch, weil der jetzt gerade kommt. Okay, der fährt dann aber irgendwie außenrum. Das ist ja auch schon mal nett. Okay, dann kommen sich die hier nur dort ins Gehege. Das heißt, der müsste jetzt eigentlich fahren können. Moment, jawohl, er setzt sich in Gang. Und wenn der weg ist, dann kann dann der hier hinten auch. Das war ein kleiner Knoten. Das kann wirklich damit zu tun haben, dass das hier für den Moment nur eingleisig war. Wir werden es mal im Auge behalten. Boah, heiliges bisschen. Moment. Uiuiui. Ui. Lebensmittel Hamburg. Okay, sie standen jetzt hier auch eine Weile. Ich würde sagen, wir warten, bevor wir hier was machen. Aber auf, ja, über kurz oder lang werden wir hier definitiv die Züge auch nochmal verstärken müssen. Gut, dann kommen wir doch mal zu unserer kleinen Liste.
Nenne doch den Wiener Güterbahnhof Wien-Kledering. Das machen wir jetzt gleich mal. Danke für den Vorschlag. Gehe mal davon aus, so heißt der richtige Güterbahnhof in Wien. Hier wären wir. Das Spiel lädt. Also, hier Wien-Zentrum. Wird umbenannt. Wien. Jetzt muss ich nochmal gucken. Kledering. Also, Kledering. Richtig geschrieben, ich hoffe mal. Okay, das hätten wir. Und dann haben wir noch eine andere Idee, nämlich in Hamburg, habe ich ja gesagt, St. Pauli. Jetzt, warum nicht eine Bushaltestelle St. Pauli nennen? Das ist doch eigentlich eine nette Idee. Was ist denn hier St. Pauli-Oid? Hier diese breite Straße vielleicht in der Gegend vom Hafen? Oder hier oben? Ich würde hier unten, das ist noch ein bisschen am Wasser. Wir benennen die mal um. Der Kirchplatz heißt ab sofort ganz einfach St. Pauli. Und dann haben wir hier sozusagen einen neuen Stadtteil, obwohl man bei Transportfieber ja keine Stadtteile erstellen kann. Nicht wie bei City Skylines. Ist auch nicht nötig eigentlich, ich wüsste nicht wofür, aber finde ich eine nette Idee. Gut, dann haben wir Wolfsburg. Wir müssen mal nach Wolfsburg. Da ist irgendwas mit den Signalen. Also das erste wäre, du hast zwei Signale an der Weiche vor dem Wolfsburg Bahnhof aus Richtung der Güterstrecke gesetzt. Das wäre irgendwo hier. Zwei Signale. Wenn wir mal gucken. Zack, zack, zack. Das müsste passen. Hier steht eins. Das ist dann vielleicht ein bisschen eng. Je nachdem, wie lang die Züge sind, dann stehen wir auf die Weiche. Aber das kann eigentlich nicht das sein, was gemeint war. Nehme ich mal an. Das hier passt wieder. Hier ist nochmal eins. Kann man machen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo hier in dem Sinn ein Fehler wäre. Also zwei Signale sehe ich nicht. Aber was ich weiß, ist der nächste Punkt. Da stand nämlich, von Wolfsburg unter Roda Zentrum fehlt noch ein Ausfahrtsignal im Tunnel. Der erste Abschnitt ist so viel zu lang. Das ist richtig. Das ist diese Strecke hier. Das habe ich mir eigentlich... Moment, ich brauche nicht die Linie. Ich brauche eigentlich die Schiene, damit wir das Tunnel sehen. Und dann stand man noch wieder... Es heißt der Tunnel, nicht das Tunnel. Ich muss das, glaube ich, in jeder dritten Folge nochmal erklären. Ich bin Schweizer, in der Schweiz heißt es das Tunnel und das Tram. Und ich habe mal gefragt, soll ich der Tunnel sagen? Dann haben alle Leute geschrieben, nein, bleib bei deiner Sprache, red, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Sag halt das Tunnel. So, das ist das ganze Rätsel um der und das Tunnel. Warum haben wir hier so viel Futter? Zu wenig LKWs, müssen wir auch nochmal gucken. Aber jetzt eben, wir sind eigentlich beim Thema Signale. Hier im Tunnel drin, da fehlt definitiv eins. Jetzt haben wir hier die, jetzt versuche ich es nochmal mit denen. Okay, das müsste eigentlich stimmen. Wir machen das, aber wo machen wir es hin? Doch, das würde schon ungefähr passen. Hier die Ausfahrt und dann ist das erste Signal da oben. Das ist viel zu weit weg, absolut richtig. So, machen wir mal hier hin. Und dann haben wir die Strecke verkürzt. Gut, jetzt hier Lebensmittel mal schnell gucken. 185, heiliges bisschen. Wie sieht es denn aus mit dem Bedarf? Wolfsburg, Unkeroda, 50% haben wir. Also das heißt, wir können hier definitiv noch ein paar LKWs installieren. Die fahren eigentlich. Sieht nicht aus, als würden die irgendwo stecken geblieben sein. Brauchen wir ein Depot. Wir brauchen Fahrzeuge. Was haben wir denn hier bis jetzt am Start? Moment. Und nachher kümmern wir uns dann tatsächlich um die Brücke in Hamburg. Ich bin mal gespannt. Das ist ein Bus, die brauche ich nicht. Ich brauche irgendwie einen Lastwagen. Der hier unten. Wenn ich jetzt die Linie aufrufen würde, würde ich natürlich genau sehen, was das ist. Müsste aber der Opel Blitz sein, wenn man hier mal genau guckt. Oder ist es der hier? Ich rufe doch mal besser die Linie auf. Dann sehe ich es nämlich genau. Opel Blitz. Okay, machen wir nochmal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. Dann müsste das eigentlich reichen. Dann machen wir hier gleich mal Lebensmittel rein, damit es keine Versehen gibt. Und das wären dann die Lebensmittel in... Ich muss mal schnell gucken. Wo sind wir denn hier? Wenn ich das... Das müsste Wolfsburg sein. Also wäre es dann auch Lebensmittel Wolfsburg. Lebens... Da war es schon eingezeichnet. Hier unten. So, dann müssten die hier eigentlich Herr der Brote werden. Früher oder später, würde ich mal hoffen. Wenn hier nochmal so viel an Verstärkung daherkommt. Haben wir noch was? Genau, irgendwas mit dem Tunnel. Nee, Blödsinn. Am Unzenberger Bahnhof. Da brauchen wir mal Unzenberg. Das wäre irgendwo hier unten. Unzenberg.
Da wollen wir glatt mal hin mit dem Schnellreisesystem. Zack, zack, zack. Jetzt, was habe ich hier? Du hast am Unzenberger Bahnhof einen vierten Straßenanschluss zwischen den Häusern oben. Ja, hier. Haben wir ja genutzt. Eins, zwei. Drei. Vier. Die haben wir genutzt. Ja, vielleicht habe ich das nachträglich gemacht. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Also falls hier irgendwo noch ein Anschluss ist, den ich gerade nicht sehe, einfach in die Kommentare damit bitte. Aber das sieht so aus, als wäre der eigentlich soweit bedient, beziehungsweise wäre da jedes Ding abgedeckt. Gut, jetzt. Haha, ich freue mich drauf. Jetzt kriegt Hamburg seine Brücke. Wie heißt das gute Stück? Kohlbrandbrücke, glaube ich. Wir schauen mal. Das müsste hier unten sein. Wir haben so viele Sachen. Ikea gibt es noch hier. Kohlbrandbrücke, genau. Jetzt habe ich mal bei Google noch geguckt, wie das gute Stück in der Realität aussieht. Das ist irgendwie, das haben wir hier halt landschaftlich nicht. Das sind so wie ein bisschen Kanäle und dann geht da die Brücke rüber mit Kurven und Zeug. Ist relativ lang. Jetzt gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Eigentlich müsste man ja, wenn ich hier nochmal ansetze hinten zum Beispiel, dann müsste ich doch eine Kurve hinkriegen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Kann man die Brücke? Wir testen das einfach mal. Wir machen das jetzt nicht 1:1 wie in der Realität. Das funktioniert nicht. Sondern wir machen das mal irgendwie plus minus so. Kommt da noch was hin? Straße? Schiene? Ja, müssen wir halt gucken. Wie wäre das so? Lasst uns mal gucken. Vielleicht ein bisschen. Ja, naja, an den Bahnhof ran komme ich nicht. Das funktioniert nicht. Da haben wir dann ein Pfeilerproblem. Sieht man hier, das geht nicht. Da ist natürlich die ganze Stadt im Weg. Das funktioniert auch nicht. Aber hier so in der Ecke drin, dann könnte man nämlich, wenn wir das Ganze vielleicht doch so machen, oder ein bisschen, wir machen es mal für den Anfang ein bisschen kürzer so, dass wir da eine Kurve machen. Das wäre meine Idee. Oder vielleicht, dass wir es sogar noch ein bisschen mehr drehen. So. Dann kämen wir hier, nee, das ist zu sehr gedreht. Jetzt weiß ich selber nicht genau, was ich machen möchte. Irgendwie so. Plus, minus so. Und der jetzt aber hier anbauen. Vielleicht ein bisschen tiefer. Die muss ja nicht 50 Meter hoch sein. Oder sieht sie besser aus, wenn sie höher ist? Steht da echt 53 Meter? Warum denn nicht 50? Ist ja cool. 53 Meter. Sieht schon... Ja, sieht schon besser aus. Wir lassen mal diese ominösen 53 Meter... Sollen wir die mal hier hinstellen? Wir müssen einfach gucken, hier unten haben wir noch Gleise. Da kommen wir natürlich, wenn wir das jetzt so hinstellen, dann kommen wir da mit den Gleisen nicht mehr raus. Das möchte ich auch nicht. Dann müssen wir das so hinstellen, dass wir da irgendwie noch rauskommen. Zum Beispiel ein bisschen weiter vorne. Oder hier. Und dann hier und dann doch länger. Ich weiß, ich pingele wieder rum, aber das ist ja auch ein Bauwerk. Oh, das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Moment. Geht das vielleicht ein bisschen näher hier noch? Nein, da haben wir dann überall die Kollision, aber hier vorne geht's. Und da kommen wir auch kein Gleis in die Quere. Wir bauen das mal. 14 Millionen, das leisten wir uns einfach. Klong. Und schon steht's. So, wenn wir das jetzt hier kürzer machen, beziehungsweise, nee, die Höhe war eigentlich die gleiche. Aber so, kriege ich jetzt hier eine Kurve hin? Nee, das geht nicht. Ich kann die Kurve, die Brücke nicht kurvig bauen. Okay, was ich aber machen kann, ist natürlich mit der Straße. Moment, wo war die Straße? Eine künstliche Brücke sozusagen erschaffen, wenn wir das so machen. Und dann zu der hier, glaube ich, wechseln. Das würde gehen. Das Problem ist, wenn wir das so machen. Doch, jetzt haben wir Pfeiler. Passt. Dann haben wir aber hier oben dieses kleine Stück. Aha, okay, da muss man nur die richtige Breite erwischen. Oh, das ist ja sensationell. Okay. Hier rüber. Vielleicht noch ein bisschen in die Höhe. Damit wir hier mit dem Schiff noch ohne Probleme durchkommen. Und dann, jetzt ist halt die Frage, wo wollen wir hin mit der Brücke? Gefällt mir das? Eigentlich ja. Aber noch cooler wäre natürlich, wenn wir hier wieder zurückgehen. Also, dass wir hier runtergehen. Wir bauen es mal. Kostet auch gleich wieder 3 Millionen. Wir müssen aufpassen, aber... Ich denke mal, wir werden irgendwo ja bei 100 Millionen dann stehen bleiben, sozusagen. Wenn ich hier... Nee, das geht natürlich nicht. Doch ein bisschen mehr Gefälle. Schwierig, schwierig. Was sieht noch gut aus? Das ist die Frage. Eigentlich hätten wir hier schon ein bisschen Gefälle gebraucht. Aber eben eigentlich...
Ja, das kann man, glaube ich, schon so machen. Wir machen das mal. Die kommen mit den Schiffen noch rüber. Jetzt ist einfach die Frage, was machen wir denn mit der Straße? Oder wir machen so und bauen hier noch weiter. Na? So zum Beispiel. Mir gefällt das Gefälle nicht. Das ist ein Riesengefälle. Aber so diese Kurve. Wir machen das mal. Und dann hier runter. Irgendwie, wenn es geht, vielleicht gerade. Und dann kommen wir da auf den Boden zurück. Okay, oder wir gehen hier mit der Brücke noch ein bisschen weiter. Also wir gehen nochmal in die Höhe. Das macht eben die, sozusagen die Originalbrücke eigentlich auch. Oder vielleicht sogar hier nochmal rüber. Und dann hier eine Ausfahrt. Was meint ihr? Das kostet natürlich Geld, aber das sieht doch dann gar nicht schlecht aus. Man muss bedenken, dass mit ein bisschen Glück hier eben auch noch gebaut wird. Da müssen wir vielleicht die Straßen dann noch rüberziehen, dass sie überhaupt hier bauen. Und passen hier noch Häuser darunter? Ja, doch, doch. Und Straßen eigentlich auch. Und sonst passen sie daneben. Wir bauen das mal. Ich weiß, es ist jetzt eine relativ wilde Konstruktion, aber das wollte ich eigentlich auch haben. Wenn wir schon die Brücke bauen. Und hier vielleicht wieder zurück dann. So. Okay. Gekauft. Jetzt haben wir hier die andere Seite noch. Hier machen wir natürlich dann noch eine Ausfahrt. Jetzt wollen wir hier, Moment, nicht damit, sondern damit. Irgendwie hier runter. Genau, so. Das ist ideal. Ist auch die richtige Brücke. Wir nehmen es mal mit. Das war, schön. Ja, das gefällt mir sehr gut. Dann kommen wir hier genau auf den Hügel rauf. Okay, gekauft. Und das können wir sogar anschließen hier. So wie es aussieht. Ja, wunderbar. Möglichst gerade. Passt. Ich würde sagen, zack, passt. Ja, und Geld haben wir auch schon wieder. Wir haben schon wieder ein bisschen Geld verdient. Jetzt fehlen hier natürlich noch die Züge. Die kommen dann natürlich auch, ganz klar. Die müssten ja eigentlich noch hier unten durchpassen. Kann ich hier mal gucken? Ein Gleis. Moment. Ja, ich weiß. Das ist dann nur ein Gleis. Der Punkt ist, wenn wir hier Oberleitungen haben, dann sieht man, ob es reicht. Ja, ja, das reicht dicke. Die kommen hier nicht an die Brücke ran. Gut, dann kommen wir doch mal zum Thema Ausfahrten sozusagen. Ich weiß, das hat, glaube ich, die richtige Brücke nicht. Aber die bringt ja so eigentlich nicht viel. Von da hinten hier rüber, das muss eigentlich keiner. Da kann man auch hier lang fahren. Deswegen wäre es eigentlich schon am sinnigsten, dass wir hier eine Ausfahrt haben. In diesem Bereich. Oder vielleicht sogar nach innen. Moment. Irgendwie hier so runter. Und dann kann man hier irgendwie unten durch. Das wäre so meine Idee. Sieht dann noch ein bisschen cooler aus. Ja, genau. Okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Mal gucken, ob die Stadt schon was macht. Sonst werden wir dann noch was machen. Und jetzt hier würde ich eigentlich auch gerne noch irgendwie hier rüber. Genau, so. Damit das irgendwie verbunden ist. Jetzt haben wir hier aber wieder keinen Pfeiler. Können wir das so hinbiegen, dass wir noch einen Pfeiler kriegen? Gefällt mir so nicht. Warum kriege ich hier keinen Pfeiler? Haben wir hier Pfeiler, wenn wir... Ja, hier haben wir Pfeiler. Aha, warum kriege ich hier keine? Wenn wir es ein bisschen kurviger machen. Moment, das möchte so nicht funktionieren. Brückenpfeiler-Kollision. Ja, deswegen gibt es keinen Pfeiler. Das leuchtet mir dann auch wieder irgendwie ein. Warum haben wir hier eine Brückenpfeiler-Kollision? Wegen der Schiene da? Aha, Moment, man müsste jeweils auch noch klicken. Aber okay, eine Brückenpfeiler-Kollision haben wir trotzdem. Wo haben wir keine? Überall haben wir eine. Schade, warum das? Ist auch egal, welche Brücke wir nehmen. Geht nicht. Aha, okay, schade. Wenn wir hier über den Fluss rausgehen, das wäre ja irgendwie auch noch interessant. Das geht, guck mal. Hier eine Kurve machen. Ich muss es nur irgendwie richtig erwischen. Das macht richtig Spaß. Ich liebe solche Sachen. So, vor allem eben mit der Vorstellung, dass, wie das nachher dann aussieht. Mal runter. Ah, schade. Das möchte so wieder irgendwie nicht wirklich klappen. Moment, jetzt. Okay, Steigung zu groß. Das können wir natürlich beheben. Nee, können wir doch nicht. Hm.
Wenn wir es so machen, Steigung zu groß. Geht irgendwie nicht. Überall Steigung zu groß, wir haben überall Fehler. Oh, aha, so wird es gehen. Das gefällt mir aber irgendwie nicht. Da haben wir hier keine Leitplanke mehr. Das müssen wir anders machen. Wie machen wir das? Und irgendwie wäre es schon sinniger, wenn man von da kommt, dass wir dann hier runtergehen. Jetzt geht's plötzlich. Jetzt geht's plötzlich. Okay. Ja, eben die Leitplanke fehlt. Aber das ist halt... Ja, das ist ein Problem der Straße sozusagen, der Mod. Da kann ich nicht viel machen. Oder kriege ich das, wenn ich in die Richtung gehe? Dann wird es nicht erkannt. Ich dachte gerade, wenn ich von unten vielleicht komme oder hier mehr mitnehme, geht auch nicht. Nee, das geht nicht. Seht ihr? Man hat da tatsächlich irgendwie einfach einen gewissen Teil, der dann keine Leitplanke hat. Das hatten wir aber in Lechten auch schon, als wir da die Brücke gebaut haben. Gut, jetzt rüber wären wir. Jetzt ist die Frage, was sieht hier noch gut aus? Ich würde schon gerne relativ steil runterkommen. Das ist das Maximale, was wir haben an Gefälle. Passt. Doch, das machen wir. Dann gehen wir da in die Straße rein. Wenn wir es schaffen. Wir gucken mal. Doch, doch, das schaffen wir. Dann ist das Ganze hier... Ja, doch, das ist okay. Das kann man, glaube ich, so machen. Okay, gekauft. Und, was meint ihr? Ist eine interessante Konstruktion, denke ich. Die Schiffe kommen nach unten durch. Hier auch haben wir geguckt. Jetzt fehlt hier noch die Straße. Die machen wir natürlich auch noch. Wenn wir schon gerade hier sind. Was hat uns das gekostet? Eigentlich nichts. Wir haben Geld verdient, während wir das gebaut haben. Auch nicht schlecht. Okay, machen wir die Straße. Vielleicht eher sogar noch ein bisschen hier runter. Damit hier noch ein bisschen gebaut werden kann. Auch direkt am Wasser. Deswegen gehe ich nicht genau ans Wasser. Sondern mache das mal so. Und dann gehen wir hier rein. Und gehen aber auch noch da hinten rauf. So, Moment. Ich hab's gleich. So, das war die Idee. Und hier machen wir eine Kreuzung, die hier in die Höhe geht. Boah, das ist doch, das hat doch schon was von der Großstadt. Jetzt würde ich gerne hier rein. Moment, das muss ich in zwei Schritten machen. Eine Großstadt, bei der eigentlich im Prinzip nur noch die Häuser fehlen. Ansonsten würde es passen. Von der Bauweise her. Und die Züge fehlen noch. Hier müssten eigentlich auch noch Züge durch. Müssen wir mal gucken. Jetzt, es sieht ein bisschen ungewohnt aus, denke ich, vor allem für Hamburger Augen hier mit diesen Abfahrten. Aber ich denke, es ist schon klar, warum ich die gemacht habe. Geht halt auch darum, dass sie halt noch bauen können. Und ja, dass die Brücke halt auch einen gewissen Sinn macht. Denn die wird natürlich nicht genutzt, wenn es von hier nach da geht. Eben, da kann man hier lang, wenn wir eine Straße haben. Aber gut, das ist doch jetzt eigentlich ein schönes Bild hier noch mit dem Sonnenuntergang. Wenn ich es erwische, Moment... Ja, okay, hat was. Gut, Autos fehlen noch. Da müssen wir noch gucken, dass wir noch ein paar Busse über die Brücke kriegen. Das ist eigentlich auch gar kein großes Ding, denn hier hinten haben wir eigentlich auch schon Wohnungen. Das heißt, die könnten wir auch noch erschließen. Wenn wir jetzt eine Busstrecke machen, die hier mit diesem Bereich im Zentrum mit hier hinten noch verbindet, das fände ich noch relativ cool. Wir können ja anfangen... Eigentlich hier beim... Wir fangen beim Bahnhof an. Sollen wir? Das wäre dann hier. Ja, ich würde. Dann können wir... Das muss ja irgendwie auch Sinn geben. Die Leute, dann können die an den Bahnhof. Relativ einfach. Ja, das machen wir mal so. Dann bräuchten wir hier... hier. Und die Haltestellen. Das wäre dann von hier. Gehen wir hier hoch. Halten hier. Gehen in die Richtung. Wir fahren mal hier noch in die Richtung. Gehen hier rüber. Und gehen dann hier auf die Brücke. Halten hier noch, da hier eventuell noch gebaut wird. Dann kommen wir hier runter. Machen hier einen kleinen Halt. Dann gehen wir in die Richtung. Und dann machen wir hier dann nochmal einen Halt. Und wenden dann hier. Da machen wir jetzt die Straße noch so, dass wir wenden können. Ja, das ist irgendwie nicht schön. Moment. Das darf ruhig gerade sein. Und dann haben wir hier schöne Schlaufe. Jetzt ist die Frage, ob der Bus das dann auch annimmt. Das möchte nicht so, wie ich möchte. Ja, okay. Moment.
Wenn ich hier den mache. Ja, so richtig gerade kriege ich das nicht mehr hin. Ja, okay. Schön krumm ist auch irgendwie gerade. Ist eine Form von gerade. Schön krumm. Behaupte ich jetzt einfach mal. Mal gucken, ob sie das machen. Das würden sie natürlich machen, wenn... Moment, wir machen es anders. Wir nehmen die nochmal kurz weg. Ist aber cool hier. Guck mal so. Boah, das sieht ja eh cool aus hier. So richtig eine fast schon eine Küstenstraße entlang dem Fluss. Jetzt brauche ich nochmal die Bushaltestelle. Denn jetzt machen wir hier noch eine. Dann sollten es eigentlich nutzen, dass sie außen rum fahren. Wir gucken mal. Neue Linie. Das wäre dann... Jetzt muss ich genau gucken. Vom Bahnhof. Hierhin. Dann hierhin. Dann hierhin. Ich nehme mal an, das müsste passen. Dann hierhin. Hier halten. Dann hier halten. Und dann wieder den ganzen... Nee, Blödsinn. Dann müssen wir eigentlich wieder an den Bahnhof. Das klappt jetzt... Nee. Jetzt sind wir so weit weg. Das müssen wir, wenn... Wir kommen natürlich so jetzt nicht an den Bahnhof. Das heißt, wir machen eine Art, ja, wieder Fahrt zurück, ohne dass wir beim Bahnhof sind. Das ist irgendwie eher nicht wirklich sehr sinnvoll. Die Frage ist, kommen wir hier vielleicht mit einer Straße noch lang? Wir gucken mal. Ja, da haben wir eine Kollision mit dem Wasser. Oh doch, das geht aber. Okay, dann hier eine Brücke rüber. Das wäre dann auch natürlich eine Voraussetzung. Dann hätten wir hier diesen Bereich sogar noch ein bisschen integriert. Wir müssen hier nur rüberkommen. Und irgendwie hier rauf. Und dann da rüber. Kollision. Das funktioniert nicht. Jetzt wird es funktionieren. Da kommt aber kein Schiff mehr unten lang. Wir brauchen hier mal die schiffbaren Gewässer. Das war hier. Ja, jetzt wird es passen. Gut, aber wir sind hier zu hoch. Und jetzt kommen wir wieder nicht mehr unten durch. Arg. Kommen wir hier nach da? Das wäre ja die Grundidee. Hier kommen wir sowieso nicht vorbei. Eigentlich ist das eine Schnapsidee. Ja gut, mit einer Brücke, mit einer Erhöhung. Aber dann hier vorne in diesen Bereich rein. Was wäre denn die Alternative? Über das Depot rüber. Und dann hier an die Straße rein. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Kriegen wir das hin? Moment. Das kriegen wir eigentlich sogar hin. Und dann hier runter. Wie sieht das aus? Gefällt mir nicht. Das ist irgendwie sowas von krumm nach schief. Ich kann es nicht mal genau sagen, warum mir das nicht gefällt. Komisch. Moment, wenn wir von hier oben kommen. Das möchte auch nicht funktionieren. Die Brückenfolge. Jetzt geht's. Okay, hier rüber. Und jetzt ein bisschen runter. Das würde auch noch gehen. Die Schiffe können noch fahren. Das würde auch gehen. Wir machen hier eine andere Brücke. Nicht, dass wir die gleiche haben wie da hinten. So, und dann hier runter. Das ist dann die Frage, ob das funktioniert. Oh, sehr schöne Lokomotiven. Das freut mich. Und die Rheingold-Abteilwagen. Sehr nett. Und hier auch noch. Und der MAN. Okay. Wir haben hier jetzt halt im Moment gerade ein anderes Problemchen. Wobei, es ist ja nicht ein Problem, sondern eher eine Aufgabe. Oh, jetzt hängt das Spiel gerade. Moment. So, wenn wir so rübergehen, hätten wir eine geschwungene Kurve. Vielleicht nochmal ein bisschen? Nein, geht nicht. Das geht. Die Frage ist jetzt halt, ja, ich muss es testen. Wir bauen es mal. Kommen wir hier irgendwie, ja, das habe ich kommen sehen. Kommen wir hier tatsächlich nicht runter, beziehungsweise rauf? Nein. Okay, wenn wir dich weiterziehen. Da haben wir ja auch noch eine Straße. Aber wir haben hier natürlich noch überall Bereiche, wo noch Gleise hinkommen. Was könnten wir denn mit dir noch machen? Wenn du in die Richtung gar nicht möchtest. Ein bisschen Platz hätten wir ja noch. Ja, das reicht nicht. Da müssen sie aufschütten, machen und tun. Moment. Mal gucken. Nee, das geht nicht. Da haben wir keine Chance. Und weiter runter kann ich natürlich nicht. Sonst ist das Depotdach dann im Weg. Schade, wenn wir hier schon die Straße hätten. Das hätte eigentlich relativ gut gepasst. Wir können ja mal gucken, wenn wir hier rüberkommen, dass wir hier runtergehen. Jetzt die Frage ist nur, wie baut man das am besten? Jetzt habe ich auch die Straße irgendwie nicht mehr. Welche hatten wir denn hier? Moment. Nochmal weg. Weiterziehen hier rüber.
Irgendwie ist das völlig vernudelt. Moment. Haben wir es jetzt wieder? Ist das die richtige? Das müsste die richtige sein. Okay, das funktioniert nicht, ist mir klar. Die Idee wäre... Warum geht denn das hier so runter? Das, oh, das zieht die ganze Gleise in die Höhe. Nein, nein, nein. Ich möchte ja über die Gleise. Liebes Spiel. Genau, zum Beispiel so. Jetzt haben wir hier aber einen Konflikt. Wir müssen mal gucken, ob wir das nicht irgendwie lösen können. Ja, wir haben da diesen Konflikt. Aber sind wir da nicht auch einfach zu weit unten? Nochmal wegnehmen. So, jetzt sieht es besser aus. Und sobald wir runtergehen, geht es nicht mehr. Aber so geht's. Dann haben wir hier aber wieder so ein Raketenstart-Dings. Hm, nee. Das gefällt mir nicht. Ich wollte doch eigentlich noch die beiden Städte da oben verbinden. Vor etwa einer halben Stunde. Aber man kommt hier halt auch vom einen ins andere. Oh, Moment. Aber jetzt geht's plötzlich. Oh. Na, das ist ja genial. Ja, ja, klar. Das machen wir so. Warum geht denn das plötzlich? Oh, okay, weil wir halt immer noch auf der Höhe sind. Oder die Höhe haben. Wir kommen da wahrscheinlich nicht rein. Aber wir haben immerhin, ich würde mal sagen, den Bogen noch geschafft. Oh, und so kommen wir sogar runter. Ja, das ist ja genial. Dass das plötzlich geht, das ist halt eine Frage von Millimetern. Und wir müssen hier tatsächlich so eine S-Kurve machen. Aber jetzt wären wir eigentlich fast unten. Kommen wir jetzt da noch rein? Moment, den würde ich von hier mitnehmen. Oh, wäre aber auch zu schön gewesen. Come on! Okay, da hat auch das Ding nicht gestummt. Ah! Ich leide. Das muss man da irgendwie verbinden können. Jetzt möchte er wieder eine Brücke machen. Okay. Ja, eine Brücke bringt nichts. Mit der Brücke kommen wir da nicht... aber... Yeah. Das würde eigentlich gehen. Dann wäre hier der Turm dann weg. Das ist also Turm, das Hochhaus weg. Das ist zwar schade, aber dann haben wir hier noch ein Problem mit diesem Gleis. Was haben wir hier für eine Linie drauf? Okay, alles klar. Könnten wir auch so machen, dass die Weiche hier wäre. Also das Gleis könnte man in dem Sinn wegnehmen, denn wir haben im Moment hier noch keine Linie drauf. Sollen wir das mal tun? Wir kämen dann halt hier rein. Dann hätten wir die Buslinie perfekt hier rüber. Wir machen das mal. Da gehe ich aber in den Pausenmodus, wenn ich hier Gleise abreiße. Ich brauche mal den Bagger. Okay, da wird noch ein Signal entfernt. Das ist soweit klar. Das lassen wir mal. Wir gehen zurück zur Straße. Genial. Passt. Da bin ich ja froh. Ein bisschen unrund, das Ganze. Wie finde ich das? Das ist irgendwie unrund, weil es hier halt wieder keinen Pfeiler hat. Aber das ist schon okay, wenn man hier so runterfährt. Nee, nee, das passt. Gut, jetzt müssen wir gucken, was wir mit dem Gleis machen. Das ist hier aber auch nicht wirklich angelegt, würde ich behaupten. Ja, ist nicht. Das geht schon mal nicht. Das geht auch nicht. Okay, müssen wir anders machen. Können wir das hier nochmal wegnehmen und anlegen? Genau, gucken, was ich abreiße. Sonst ist dann die Brücke weg. Okay, das geht. Dann müsste es jetzt eigentlich auch mit ein bisschen Glück noch machbar sein. Nee, geht da nicht. Okay. Dann kommt das Stück mal weg. Mal gucken. So, schnapp. Und dann geht's. Sehr gut. Das Bahnhofsbereich, da kann es auch mal eine Kurve haben. Da brauchen wir jetzt aber natürlich das Signal wieder. So, das kommt hier hin. Und dann müssen die eigentlich hier wieder langfahren können. Aha, sie machen es nur nicht. Weil sie hier nicht mehr rüberkommen. Okay, ist eigentlich irgendwie auch logisch. Das heißt, wir müssen hier früher rüber. Das heißt, wir können diese Konstruktion hier nochmal wegnehmen. Okay, und jetzt die Weiche etwas eher machen. Das wäre dann je nachdem hier vorne. Okay. Und dann wird es hier zweigleisig. Dann können wir dieses Signal wieder abreißen. Und machen es wieder dahin, wo es Sinn macht. Nämlich, das wäre dann hier. Okay, dann hätten wir das soweit gefixt. Und man kommt hier mit den Gleisen noch raus. Hier haben wir dieses Schlängelding. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass wir hier keinen Pfeiler mehr haben. Dass der zum Beispiel hier links
Ja, hätten wir weiter rüber gemusst. Aber dann wäre ich da wahrscheinlich wieder nicht mehr reingekommen. Gut, aber unsere Buslinie, die kommt jetzt natürlich rüber. Ich würde sagen, die vollenden wir noch rasch. Linie, das wäre dann Linie 1. Das heißt, nach der Kirchstraße hier wollen wir wieder hier hin. Jetzt den ganzen Spaß zurück. Die 7, die 6, die 5, hier mit der Brückenüberquerung, die 4, 3, 2 und dann wieder hier hin. Okay, und das wäre dann, ich würde mal sagen, Bus, Köhlbrandbrücke, Bus, Köhl, Brand, Brücke, machen wir nochmal Hamburg hin. Hamburg, hey, Hamburg geht hin. Machen wir das so. Köhlbrandbrücke. Ich hoffe, ich habe das richtig geschrieben. Sonst müsste ich nochmal schnell gucken. Hier, wo war's, wo war's, wo war's? Hier bei den Assets. Sag mal, bin ich blind? Hier. Assets, Brücke. Köhlbrandbrücke. Doch, das passt. Nein, wir wollen sie nicht nochmal bauen. Wir haben sie gebaut. Wir lassen laufen. Jetzt fehlen hier natürlich noch die Busse. Die wird's geben in der nächsten Folge, ganz klar. Und dann haben wir hier die ersten Fahrzeuge, die hier tatsächlich über unsere neue Brücke rüber düsen. Und eben, hier fehlen natürlich überall noch Gleise und wir werden dann auch hier die Straßen mal noch ein bisschen entsprechend so bauen, dass sie auch rüber wollen hier und hier dann tatsächlich auch bauen. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, wir suchen uns mal einen Zug nach so vielen Brücken. Da haben wir uns einen fahrenden Zug verdient. Zum Beispiel den hier. Ganz gemütlich. Eine Dampflokomotive, die sich durch den Schnee durchzieht. Sozusagen. Gut, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Dann verbinden wir dann endlich die beiden Städte da oben im Norden. Gut, bis dann. Tschüss.